Richtung Hotel sind wir jetzt unterwegs. Wir haben noch 17 Kilometer vor uns. Also absolut geniale Strecke hier, die wir uns ausgesucht haben. Und der Nano ist schon im Hotel. Und der Andi hat mir gerade über Mesh Intercom gesagt, er muss mal anhalten. Er hat einen Krampf im Bein. Auch das kommt mal vor. Deswegen warte ich jetzt hier mal. So, ich befürchte fast, dass heute Morgen das Mikrofon gar nicht eingesteckt war. Somit dann natürlich auch keine Ansagen von mir mit aufgenommen wurde. Wir waren jetzt in der Bitburger Brauerei Erlebniswelt, haben da eine Besichtigung gemacht und anschließend ein 0,00 alkoholfreies Bierchen getrunken, kleines. Und jetzt fahren wir Richtung Peaceport, weil, ja, die Strecken sind bekannt und werden wir Spaß haben. Genau, und da gibt es Kaffee und Kuchen. So war es ja geplant. Heute ruhig machen, so ein bisschen Sightseeing, schön sitzen, quatschen, alles perfekt. Ja, das muss man doch mal aufnehmen hier, ne? Herrlich, herrlich. Biegen Sie links ab, sagt er. Endlich ist es soweit. Die Ausfahrt vom Museltreffen 2023 hat gestartet. Zwei Gruppen. Vorne fährt der Tom. Und hinter mir, ich guck mal so in den Spiegel, sieht schon ganz gut aus. Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krass. Hammer, ja. Geile Tour. Erste Step ist Richtung Keil. Wir fahren entgegengesetzt, Uhrzeigersinn. Bisschen Hunsrück, die Anfahrt südlich der Mosel, wenn ich da jetzt richtig orientiert bin. Und dort warten wir dann, beziehungsweise kommt die andere Gruppe dazu. Und irgendwann unterwegs kommen auch noch zwei dazu, der Wolle und die Yvonne. Ja, dann sind wir insgesamt, glaube ich, wenn der Björn noch mitkommt, heute Nachmittag nach Keil von Wunderlich, dann sind wir insgesamt 18. 18 Foris. Wahnsinnig. Ja, ich irgendwie kriege ich feuchte Augen, wenn ich jetzt so darüber rede. Schon Hammer, 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 Hammer. Immerhin sind zwar 600 und Mitglieder, aber 18 Leute aus dem Forum treffen sich jetzt hier und fahren zusammen eine geile Runde. Boah, ja, Pille-Pelle. Hat mal jemand geschrieben, wer das, ne? So nach dem Motto. Da habe ich dann geantwortet. Gänsehautentzündung, sage ich immer. Könnte man schon kriegen hier. Wetter passt. Genial. Wir haben 17 Grad. Optimal. Besser geht's gar nicht. Und ja, da die Mosel, da die Weinberge. Nette Leute, gute Stimmung. Ja. Sowas passiert da natürlich, ne? Zieht gerade hier so ein LKW vor uns raus. Aber gut. Da muss jetzt jeder sehen, dass er irgendwie vorbeikommt. Da war das erste Kurvenschild schon mal. 5,7 Kilometer gibt es jetzt Kurven. Gleich geht's los.
ganz bald. Ich kam mich aber ans Schwitzen. Wäre mir meine Kleine fast abgefackelt. Unsere große Pause in Keil an der Musikschmiede Kaffee zur Tanke bei Jutta und Jürgen. Lecker ein Snack zwischendurch und schön gesellig, ja, großer Tisch. Verwunderlich war der oder ist der Björn und der Nico noch dazu gestoßen. Auch genial. Die fahren jetzt auch noch ein Stück mit uns mit. Hammer. Hammer, was für eine große Gruppe. Könnt ihr das sehen im Rückspiegel, wenn ich mal so darüber gucke. Ja. Und die zweite Gruppe ist noch da, wartet ein bisschen, bis die starten. Und dann fahren die unsere Route quasi nach.
noch schlimmer. Donnerstag, der wäre richtig schlimm. Aber Donnerstag hätte ich vielleicht eine andere Maschine gegeben. Ich wollte gerade sagen, in der Woche hätte es wahrscheinlich mehr gefragt, als am Wochenende jetzt. Ja, wenn du dann noch gehst. Auf das Forum, schön, dass ihr da seid. Und? So, mach mal schön laufen, dann zählt der andere Tür weg. Ich muss die Bibi vorstellen. Ja, dann, wenn man sowas sagt, wollen, muss man auch wirklich fragen. Moseltreffen 2023, ja, ist Ende, leider. Große Verabschiedung noch am Hotel und ja, jetzt fahren sie in alle Himmelsrichtungen. Ein Teil ist noch hinter mir und ja, da geht's nach Hause. War toll, tolles Treffen, tierischen Spaß gehabt, bis auf ja, die kleinen, ja, Pannen, die es gab, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das müssten wir ja eigentlich mal aufnehmen, ne? Hier, Connected App hat mich hier mitten in den Wald geschickt und der Straßenbelag, der hörte tatsächlich hier auf. Also, haben wir jetzt gedreht und jetzt wird mit Kalimoto gefahren. Blick darüber. Wenn euch das Filmchen hier gefallen hat von unserem Moseltreffen 2023, lasst mir doch mal einen Daumen da. Über jeden Abonnenten freue ich mich tierisch. Mir bleibt zu sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye. Euer Hippie.